Hallo Freunde des feinen Schmerzes, es ist mal wieder Schleuderzeit. Und ich sage immer Hygiene, Hygiene, Hygiene. Wir arbeiten mit Lebensmitteln, aus dem Grund Hygiene Nummer 1. Und ich zeig's. Der Luftentfeuchter ist parat, der ist auf 50% Restfeuchte eingestellt. Da müsst ihr es gleich ausschalten, also 48. Hat man keine Karenz. Dann die zu schleudernden Waben klar bereitstehen. Direkt hier zum Entdeckeln. Dieser Entdeckelungswachsschmelzer, da kommt das Wachs dann direkt rein. Und das Entdeckelungshonig, dieser Entdeckelungswachsschmelzer ist von Karl Fritz. Ein ganz hervorragendes Gerät. Wenn es entdeckelt ist, wird es hier nebendran abgestellt, auf dem Wabenbock, weil hier kann ich sortieren für in die Schleuder rein. Die Schleuder steht auch schon parat. Mal schauen, kurz andrehen. Ja, läuft. Kommt direkt in die Schleuder rein. Von der Schleuder läuft es raus in den Siebkübel. Der Siebkübel ist von der Firma Bienenruck. Könnt ihr mal Bienenruck nachschauen. Natürlich bekommt er die Sachen auch alle im Imkerzentrum Eimeldingen, selbstverständlich. Das ist von Bienenruck. Mit dem Siebkübel ist der Vorteil, das große Sieb hier drin, das riesengroße Sieb, hält alles zurück. Und hier kommt jetzt gleich der Eimer drunter, wird direkt in den Honigeimer laufen gelassen. Und wenn der Honigeimer voll ist, kommt ein neuer drunter. Dann wird es sofort in die Mehltherm reingegeben für die Feinstfilterung, die Feinstsiebung. Kommt in den 200 Liter oder 200 Kilo Kübel rein. Und gut ist. Ja, manche Leute interessieren sich so ein bisschen für Schleudertechnik und so weiter. Das ist jetzt eine Schleudertechnik für eine kleine Imkerei, für eine ganz, ganz kleine Imkerei, wie ich sie habe. Ich würde sagen, so bis 50 Völker so etwa, kommt man so schon ganz gut klar. Kann natürlich immer besser sein, man kann immer teurere Materialien sich zulegen, immer mehr Equipment, klar, selbstverständlich, aber bis 50 Völker kommt man mit diesem Equipment sehr gut klar. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen helfen bei der Überlegung, was er, wann er sich, wie er sich zulegen soll. Ja, kostet immer ein bisschen Geld. Wir sehen uns.